So, und es geht schon los. Schön, dass ihr wieder da seid. World of Tanks heißt das Spiel. Let's Play ist die Reihe. Und Objekt 704 ist der Panzer. Gespielt von Doomsdayer 4712. Ja, warum 4712 ist wohl ein Mystikum. Das werden wir niemals erfahren. Aber wir wissen, die Karte ist Muruwanka. Und wir sehen, dass er hier mit seinem Neuner in einem Zehnergefecht ist. Ja, schauen wir doch mal, ob er hier was reißen kann, beziehungsweise, dass er was reißt, das weiß ich ja praktisch schon. Nur wie viel ist die Frage? Also Objekt 704 ist ein wirklich starker Panzer, beziehungsweise mit einer sehr guten Kanone, einer vernünftigen Panzerung. Und ich sag mal so, hat nicht allzu viele Schwächen, bis auf natürlich den typische starre Kanone. Aber ansonsten kann man mit dem durchaus was anfangen. Ja, geht jetzt hier mal in den Wald, der SP1C, der gibt ihm hier sofort einen Hit. Finde ich super übertrieben, was er hier macht, weil hier so zu scouten, und er hat ihn, glaube ich, nicht mutwillig böse angefahren. Naja, der SP hat wohl hier sehr schlecht, sehr schnelle Laune. Schreibt auch gleich Idiot, also aus meiner Verhältnis, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne die Kommentare mal dazu vollballern. Aber fand ich jetzt gar nicht schlimm, was das Objekt gemacht hat. Fahrt halt zum Snipen und ein Scout hier war eh unnötig gerade. Naja, egal. Hat auf jeden Fall schon den Centurion schön einhitten können. Steht jetzt hier auch sehr angenehm. Braucht nur warten, bis einer der Gegner mal das Köpfchen ragt. Und dann gibt es nämlich schon direkt eine Schelle. Da vorne ist er. Oh ja, da ist ein Patton. Und auch schön angezündet direkt. Automatischer Feuerlöscher, sei Dank, hat ihm das nicht mehr gekostet, den Patton. Der Gegner ist hier auf jeden Fall gerade deutlich in der Überzahl, was den Wald angeht. Aber natürlich hat so eine Schelle von so einem TD ungemeine wirksame Kosten. Aber es ist schon unglaublich viel, was da im Wald gespottet war. Da der Panther. Jetzt ist er offen, muss aufpassen, muss sofort zurück, da er nicht gehittet wird. Der T-30 macht, ja genau, sollte den AMX fertig machen. Kriegt jetzt hier die Hits aus dem Wald. Aber das, der T-54, der steht da etwas zu lang und kriegt sofort natürlich die Schelle. Aber drüben rushen sie jetzt ganz extrem. Da muss er versuchen irgendwie noch zu helfen, aber kann es nicht, weil die alle hinterhalb des Walds sind. Dementsprechend schwierig und sollte versuchen, wahrscheinlich sich auch jetzt mal langsam aus dem Staub zu machen. Der einzige Vorteil, sein Team ist gerade am Cappen. Dementsprechend. Oh, und den nächsten, den er anzündet, sehr schöner Hit. Der tut weh, der tut richtig weh. 1300 Struktur, die er damit verloren hat. Aber eben das Schöne, sein Team capped, das heißt, der Gegner ist ein bisschen dazu gezwungen, hier weiter zu fahren und dementsprechend Gas zu geben. So, der E5 braucht nicht mehr viel. Ein Hit noch, dann war es das um ihn. Da ist er und da kriegt er den Kill, sehr schön. Er bewacht jetzt hier den Cap. Hinter ihm auf einmal die Badjet. Da muss er aufpassen. Beziehungsweise ist er natürlich jetzt hier durch den Wall geschützt. Also jetzt aktuell kann ihm da nicht viel passieren. Aber wie gesagt, immer Safety first. AMX CDC hier auf seiner rechten.
beachtet ihn aber nicht weiter. Er beachtet ihn auch nicht. Er will jetzt hier auf den Panther fahren. Aktuell schon 4100 Schaden. Und das Idiot-Team und Idiots-Gespamme im Chat ist schon gegeben. Der Panther ist nicht mehr an der Stelle, wo er war. Der ist wahrscheinlich wieder in den Wald zurück. Da ist der Panther offen. Mal schauen, ob er hier dem eine verpassen kann. Er kommt auf jeden Fall drauf. Der Panther zieht sich aber gerade zurück. Da hat der Panther jetzt in dem Augenblick noch Glück gehabt, weil sonst hätte er sofort eine von den unglaublichen Schellen schon bekommen. Aber sei es drum, er sagt sich, okay, ich fahre halt einfach weiter drauf. Irgendwann kommt schon der erste Gegner. Da ist doch der CDC. Oh, und auch der hat das richtige Vorfahrlack. Ne, da muss er weiterfahren, hilft alles nichts. Da der Jagdpanther offen. So, und den nimmt er raus. Der Jagdpanzer hier auf ihn ist Gott sei Dank abgeprallt, weil sonst wäre das sein Tod schon gewesen. Jetzt geht der CDC auf ihn, aber der wiederum ist dann nicht so gefährlich wie der Jagdpanzer. Aktuell 2 Kills erst für die Anzahl an Schaden. Fast ein bisschen zu wenig. Der Jagdpanzer kommt jetzt hier nach vorne. Traut sich aber Gott sei Dank auch noch nicht so wirklich. So, jetzt gehen sie seitlich auf ihn drauf. Jetzt kommt der T-55 und jetzt ist der Jagdpanzer natürlich in der Situation, dass er ihm da die Seite zugewandt hat und dementsprechend kann er jetzt hier überholen. Und vielleicht kriegt er ja noch einen Kill raus. Der Panther steht da ideal. One-Shot würde ich jetzt mal sagen. Und raus ist er. Sehr schön. Und jetzt fehlt nur noch der Jagdpanzer und dann ist das Spiel schon rum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Bis bald, euer Alcaramba.